Guten Tag, Lisa Meck, mein Name. Melde ich mich von der Online-Aktiengesellschaft. Ich hätte gerne mit Herrn Ergbo gesprochen. Ja, mit dem sprechen Sie bereits. Herr Erbgut, der Hallo. Grund, meinen Anruf, wir haben unsere Sonderverlosung gehabt, wobei sie ausgelöst worden sind. Und Ui. somit haben sie Gewinne, zwei Reisen in Höhe von 796 Euro und einen Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro. Und das möchten wir Ihnen gerne zusenden. Was? Verarschen Sie mich jetzt oder meinen Sie es ernst? Nein, ich mein's ernst. Das ist ja geil. Zweimal 700 Euro Reisen. Zwei Reisen in Höhe von 796 Euro und ein Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro. Und das Geil. möchten wir Ihnen gerne senden. Die reisen zusammen 700 oder jede? Beide 700. Nein, die zwei. Zusammen. Oder Zusammen. jeweils. Zusammen. Okay. Das ist Herr trotzdem Erbgut, geil. Ja. Sie Das bekommen freut von mich uns jetzt. eine viertägige, Sie bekommen von uns eine viertägige Reise nach Wien und eine dreitägige Schiffreise von Amsterdam nach England, jeweils für zwei Personen. Ich mag Wenn Sie Österreicher nicht. Haben Sie auch was in der Schweiz? Nein, es geht nur um Wien und Amsterdam nach England. Okay. Ja, Amsterdam Wenn ist Sie selber wenigstens okay. Aber wenn Sie selber nicht verreisen können oder kein Interesse haben, dann dürfen Sie die beiden Reisen auch verschenken bzw. verkaufen. Die Ja. Reisen haben eine unbefristete Gültigkeit. Und Okay. außerdem, Erbgut, Ja. außer diesen beiden Reisen bekommen Sie noch das Mindestgeschenk in Höhe von 500 Euro. Sie sind eine von fünf glücklichen Gewinnern. Vier davon bekommen die 500 Euro überwiesen. Und ein Kandidat bekommt eine achttägige Türkei-Reise im Wert von 799 Euro, ebenfalls für zwei Personen. Dies wird Ihnen auch noch schriftlich mitgezeigt. Haben Sie momentan dazu noch irgendwelche Fragen erstmal? Ja. Und zwar? Darf ich die Türkei-Reise, wenn ich die gewinne, auch verkaufen? Die können Sie ja natürlich auch verkaufen. Das ist ja Ihr Gewinn. Okay. Wie gesagt, es sind ja unbefristet und Ja. übertragbar. Und wow. Okay, das Also ist dann mache gut. ich jetzt Bearbeitung soweit fertig, damit Sie Ja. alles schriftlich bekommen können. Wie sieht's denn aus? Kein Also, muss ich die dann selber verkaufen oder geben Sie mir gleich den Gegenwert? Nein, Sie müssen die selber verkaufen oder verschenken. Ich bin dafür nicht zuständig. Verschenken, weiß nicht. Oder wollen Sie eine, also ich habe die ja schon gewonnen. Wollen Sie eine Reise nach Wien? Weil ich will nicht nach Wien. Kann ich Ihnen schenken? Ich nicht, nein. Nein, danke, ich nicht. Ja, Ich war verstehen schon Sie. mal in Wien gewesen, deswegen. Dann will man nicht wieder zurück, ne? Nee, also ich verreise ja auch gerne. Aber Da war nicht nach ich schon Wien. einmal. Doch, Wien war ich ja auch. Ja, Da habe aber ich ja auch da geht man. Familie. Verstehen Sie, nach Wien geht man nur einmal und dann nie wieder. Ja, Ne? und deswegen, da ich jetzt auch einmal war, brauche ich, ich habe es jetzt auch nicht Ja. mehr nötig. Ja, ich hab's auch nicht nötig. Boah. Also, Herr Erbgut, Da war so ein ich mache. Typ. Sie kennen doch diese Ja. Leute, die da so rumstehen auf diesen Hockern und so Silber oder Gold angemalt sind, ne? Ja. Und in Wien sind die ja ganz viel und die spielen dann auch noch Mozart und verkaufen Mozartkugeln und sind richtig nervig. Und einer Waren Sie davon. schon mal in Wien? Ja, deshalb sage ich ja, ich war Ja? da einmal, da war irgendwie so ein Hm. Fest oder so und da war auch so ein Bazar, wo Ja. man Kunst kaufen konnte und Ja. es gab viele so kleine. Das kennen Sie doch, Sie waren doch auch schon in Wien. Ich war ja auch. Da habe ich ja auch Bekannten, Ja. Ja, die was ist da Ihre wohnen. Aber wie Lieblings. gesagt, Das ist doch scheiße da, ne? wenn Sie das. Ja, wenn Sie kein Interesse haben, Ja. dann können Sie es ja auch verkaufen. Wie gesagt, Ja, Sie können es mach ja auch ich. beim eBay kaufen eBay. oder an Ich Ihre stell's bei Freunde verkaufen. eBay rein. Ich habe keine Ja. Freunde. Also mache ich jetzt die Bearbeitung soweit fertig, damit Sie das alles nochmal schriftlich bekommen können. Ja, super. Zeigen Sie Vielen zurück, Dank. dass es so ist. Ja. Und Sie sind am 4.8.1983 geboren. Genau. Woher wissen Sie das? In ein paar Tagen bekommen Sie die beiden Reisen und Ihre Unterlagen. Alles, was Ihnen am Telefon erklären wird, Ihnen schriftlich bestätigt. Das ist Ihre Garantie, sowohl auch Ihre Sicherheit. Unsere Kontaktdaten sind drauf. Lesen Sie das bitte in Ruhe durch. Bei Fragen können Sie uns dann jederzeit wieder zurück anrufen.
Es ist sehr laut bei ihm im Hintergrund. Kann das sein? Da ist irgendwie Action bei ihm. Hören Sie mich jetzt eigentlich nicht, nein. Können Sie mich jetzt Das besser ist ganz. verstehen, Herr Erdfurt? So. Also bei Ihnen sind keine Geräusche im Hintergrund, ist ganz leise, dann ist es wohl die Verbindung, oder? Kann sein. Ja. Ist möglich. Schade. Herr Okay. Erdfurt, Ich hab's aber soweit zusammengerechnet. verstanden, Ach so, was Sie gesagt haben. zusammengerechnet haben Sie insgesamt Gewinn im Wert von mindestens 1298 Euro erzielt. Normalerweise würde für Sie ein Drittel vom Gewinnbetrag an Bearbeitungsgebühren anfallen. Da wir ja nur für die Vermittlung Ihrer Gewinne beauftragt wurden und als Unternehmen auch Kosten zu tragen haben, die finanziert werden müssen, aus diesem Grund haben wir eine Werbepartner beauftragt, welches für Sie die Bearbeitungsgebühren übernimmt. Sie nehmen mir ein Drittel von dem Gewinn jetzt weg. Nein, normalerweise ist das ja so. Aber Ach so, da ja, es ganz. wir das nicht nehmen, sind wir bei einem Werbepartner beauftragt. Sie bekommen von uns ein Jahr Sie lang einen werden von einem Zeitschrift nach Werbetrag. Sie reden mir zu schnell. Ich auf verstehe. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen doof. Ich verstehe das nicht so. Sie reden so schnell. Also ein Werbepartner beauftragt Sie, dass Sie für den ein Drittel vom Gewinn nehmen. Nein, 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 nein. Ich wiederhole es nochmal. Ja, aber in eigenen Worten. Zusammengerechnet haben Sie insgesamt jetzt Gewinn im Wert von mindestens 1298 Euro erzielt. Ja, das ist doch toll. Normalerweise würde für Sie ein Drittel vom Gewinnbetrag an Bearbeitungsgebühren anfallen. So, Sie meinen so wie Aber, beim Lotto? genau. Und Weiß zwar, nicht. welche Zeitschrift darf ich denn hier für Sie eintragen, beziehungsweise in welche Richtung lesen Sie denn gerne? Wir haben 30 Zeitschriften. Playboy. Haben wir leider nicht. Okay, Wir haben dann hier wa warten Automotor Sie, ich, Sport. haben Sie es Sebastian Edati Kindermode Magazin? Kinder, nein, haben wir nicht. Was wir hier FHM? haben, da Sie jetzt auch ein Herr sind, Ja. sage ich jetzt mal Na noch, ne? Automotorsport, Bild der Wissenschaft, Computerbild mit DVD, DVD, das klingt ja technisch. hör zu, Kika, Motorrad, Motorsport aktuell, Neue Sport, okay, der Spiegel, Stern, TV Hören und Sehen, Nehmen, TV Hören ja. Sehen, Sie haben ja gerade Welt am gesagt, Sonntag. da ich ein Mann bin, nehmen die Männer oft Hör zu oder so. Ja. Echt? Ich dachte, das wäre eine Frauenzeitschrift. Oder Automotor und Sport. Ja, das ist aber, das ist, wissen Sie ja, ist von der Bild, diesen, das ist so Assi-Zeugs, das ist nicht so toll. Haben Sie denn den Kinderspiegel? Nein, wie wär's mit Stern? Weiß nicht. Das wieder, kennen Sie ja Stern TV mit Günther Jauch, ne? Da kann man Stern nicht mehr ernst nehmen. Kika? Chica? Ja, ich bin. Kika? Weiß nicht, ich finde Bonnie oder Freddy besser. Haben Sie die? Motorrad? Nein, ich hab's ja aufgezählt, was wir hier für den Herrn so in der Hand haben eigentlich. Ach so. In das Star Ach und so, Style Magazin? Sie haben ein begrenztes Arsenal an Genau. Zeitungspulver. Okay. 30 30, Zeitschriften. 30. In das Star und Style Magazin? Ich glaube, ich nehme die Hör zu. Okay. Ich höre so gern Leuten Hammer. zu. Ist das. Also, zumindest wie. Weiß nicht. Sie kennen das doch Ja. bestimmt, dass man Leuten so gern zuhört. Zum Beispiel Ihnen. Ich könnte Ihnen den ganzen Tag zuhören. Ehrlich? Ja, Ihre Stimme ist so lieblich. Dankeschön. Ich kann sie so gut Herr Erdfurt, verstehen und alles. Ja. es geht weiter. Okay. Kurz zusammengefasst, in den nächsten 7 bis 10 Werktagen werden Sie den ersten Teil Ihres Gewinnes, sprich die beiden Reisen wie in England und die Auftragsbestätigung für die Zeitschrift Hör zu, für 12 Monate per Post vom Verlag zugesendet bekommen. 2 bis 3 Wochen drauf erfolgt dann die erste halbjährliche Abbuchung für die ersten 6 Monate in Höhe von 53 Euro. Das ist kein Vertrag, da brauchen Sie auch keine Kündigung zu schreiben. Es läuft ja dann nur ein Jahr und hört dann Ach auch nach so. einem Jahr auf. Okay. Das heißt, das verlängert sich nicht. Nein, nein, nein. Und muss ich da Es eine verlängert Kündigung sich nicht. schreiben?
Nein, müssen Sie nicht. Okay. Aber wenn Sie nochmal sicher gehen wollen, können Sie gerne machen. Aber Sie Ja, ich schreibe müssen. immer zur Sicherheit eine Kündigung. Ich habe Wenn auch Sie an machen, meine, 3 Monate. ich habe auch an meine Schule eine Kündigung geschrieben. Schreibt man für die Schule kündigen? Ja, wenn man Abgang bekommt schon. Ach so, okay, wusste ich jetzt gar nicht. Haben Sie Ihre Schule beendet? Ich habe meine Schule beendet, genau. Ja, ich nicht. Durfte ich nicht mehr. Herr, Zu viele ach so, Versuche. Herr Erfgut, Ja. damit wir Ihre Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro auf Ihre Konto zu überweisen können, bräuchte ich einmal Ihre Bankleitzahl und Kontonummer. Kann sich's nochmal wiederholen? Tut mir leid. Auf Ja, Ihre Konto gerne. zu überweisen können. Damit wir Ihre Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro auf Ihr Konto überweisen zu können, brauche ich dann Ihre Bankleitzahl und Kontonummer. Es tut mir leid, ich muss mir den Satz aufschreiben, der ist mir zu kompliziert. Kann es sein, dass lesen Sie das ab, weil dann können Sie es nochmal genau so sagen, dass ich mir es aufschreiben kann. Nein, ich lese das nicht ab, Okay. sondern Sie haben ja einen Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro gewonnen. Ja, das finde ich auch toll. Damit kaufe ich mir Wir einen wollen, Swimmingpool im Garten. können Sie machen, wir wollen ja das Geld auf Ihr Konto überweisen. Ach so, auf mein Konto. Auf Ihr Konto, genau. Aber Es heißt Ihr da. Konto, nicht auf Ihr Re-Konto. Ich brauche deshalb Ihre Bankleitzahl und Kontonummer. Okay. Geht auch IBAN? Geht auch. Okay. Die Bankleitzahl ist 230. Ein Moment. Okay. 230. 400. Ja. 22. Ja. Aha, das ist die Bankleitzahl. Die Kontonummer? Mama hat gesagt, die darf ich nicht am Telefon sagen. Herr Erfurt, das sind ja keine Geheimdaten. Nicht? Da passiert auch gar nichts. Sie Ach bekommen so. ja die ganzen Unterlagen. Sie bekommen ja die ganzen Unterlagen. Sie lesen sich das nochmal durch. Wenn Sie kein Interesse haben, haben Sie den Widerrufsrecht. Haben Sie Ja, mich verstanden? das Ja. Widerrufsrecht. Genau. Wie bitte? Genau, ja. Das ist Oder? die Commerzbank Lübeck. Ja, genau. Sehen Sie? Woher wissen Sie das? Und Sie sind ja zwar, schlau. ja, das ist System bei mir. Ne? Wow, Wenn ich die Kontonummer krass. eingebe, sucht der Bankname automatisch schon raus. Herr Erbgut, so können Sie auch sehen, dass wir Sie nicht verarschen. Ja, das ist Herr toll. Erfgut, Kann ja nicht jeder nachschauen. Das ist nach meinem Anruf bekommen Sie ganz kurz einen Kontrollanruf vom Verlag. Ich wünsche Ihnen dann viel Spaß beim Reisen und beim Ausgeben. Danke. Warten Sie auf den Kontrollanruf. Sie müssen Ja. rangehen Okay. und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, können wir, dass ich das weiß, dass die Person auch wirklich von Ihnen ist, können wir ein Passwort ausmachen, weil ich fühle mich immer sicherer, wenn ich ein Passwort habe. Wie bitte? Können wir ein Passwort ausmachen für den Kontrollanruf, dass ich weiß, dass der auch von Ihnen ist? Können Sie mal. Okay, Da das gibt es Passwort keine ist Passwort. Findet Nemo. Okay, machen Tippi, wir's. das ist toll. Sie sind so nett. Vielen Dank. Sie auch. Schönen Tag noch. Oh, tschüss. Tschüss. Ja, Hallo. hallo. Hören Sie mich? Ja. Dieses Gespräch möchten wir zu Ihrer und zu unserer Sicherheit auf Band aufzeichnen. Ist das für Sie in Ordnung? Was? Aufzeichnung? Ja. Okay. Okay. Heute ist der 27.04.2015, 12:14 Uhr. Sie sprechen mit Nina Becker von der Firma Photon Concept. Sie hatten vor kurzem ein Gespräch mit Photon-Konzept. Frau Lisa.
Ja, sie hatten vor kurzem ein Gespräch mit Frau Lisa Menk, wobei sie sich mit dem Erhalt der Zeitschrift Hörzu einverstanden erklärt haben. Hier ist nun die Ihnen bereits angekündigte Kontrollanruf. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses Gespräch, wie bereits zuvor erwähnt, zu Ihrer und unserer Sicherheit aufgezeichnet wird. Ist das für Sie in Ordnung? Da habe ich ja schon Ja zugesagt. Ich möchte auch nur ganz kurz Ihre Daten vergleichen, um sicherzugehen, dass sich nicht vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat. Sie heißen Herr Lennart Erbgut, wohnhaft Falkenweg 12, Ja. Postleitzahl 23683 Sie, Schau. ich hatte mit der Frau Becker ein persönliches Passwort ausgemacht. Können Sie mir das Mit nennen? Frau Becker? Ja. Mit Frau Becker? Wer Mit ist Frau der Becker? ich vorhin geredet habe. Ein persönliches Passwort, sowas Ja. gibt aber bei uns nicht. Doch, sie hat Sie haben gesagt, mit Frau Le das war Menk, auf. Sie haben mit Fra Sie haben mit Frau Menk geredet und so arbeiten wir nicht. Mit persönlichen Passwörtern Das arbeiten war wir nicht, es Herr war auf, Erbgut. es war auf meine Bitte hin. Aber so arbeiten wir nicht. Ja, sie hat gesagt, das macht sie. Nein, so arbeiten wir nicht. Und Sie sehen auch, dass Sie weitergeleitet wurden und ich habe ihr auch Ich Ihren sehe Namen das nicht. genannt. Ja, Hätten der. Sie von woanders einen, hätten Sie von woanders einen Telefonat bekommen, hätten wir bestimmt nicht gewusst, mit wem Sie geredet haben, oder? Ja, Sie haben ja Frau Menke gesagt, aber ich glaube, sie Aber ist Sie Frau wissen, Becker. Sie können sich das selber nicht mal merken, mit wem Sie geredet haben. Sie haben mit Frau Lisa Meck geredet. Frau Ich bin die Lisa Frau Menke. Becker. So. Tut mir leid. Mein Kurzzeitgedächtnis ist momentan etwas geschädigt. Da kann ich nichts für. Okay, ich fange mal mit der Aufzeichnung von vorne an, ja? Ja. Einen Moment. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Einen Moment, mal schauen, ob sie wieder anruft. Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag, Herr Erbgut. Ja. Okay, ich fange mal von vorne an mit der Aufzeichnung, ja? Wer sind Sie? Ich bin Nina Becker von der Kontrollabteilung der Firma Ah, Photoncon. okay. Ja, da hat vorhin so eine andere angerufen von der Kontrollabteilung, aber die wusste das Passwort nicht, was wir ausgemacht haben. Herr Erbgut, ich bin die Frau Nina Becker. Wir arbeiten nicht mit Passwörtern. Ich habe Ihnen das doch gesagt. Ich leite Sie jetzt zurück zu Frau Lisa Menk, ja? Auf Okay. Wiederhören. Tschüss. Brauchen wir ja nicht so unfreundlich sein. Schade. Ich hätte ihr die Intelligenz zugetraut, so zu tun, als wäre sie die erste Frau. Herrn Erbgut gesprochen. Sie melden sich von der Online-Aktien. Ach so, wir haben vorhin geredet, ne? Ja, Herr Erbgut. Ja, die Mitarbeiterin hat irgendwie einen ganz anderen Firmennamen gesagt als Sie. Irgendwas mit Photonenelektronik. Wir haben vorhin einen Kontrollanruf bekommen Ja. und haben da ein Passwort gegeben. Nee, die hat das Passwort nicht gewusst. Nein, Sie müssen den Passwort auch nicht wissen. Sie sind ja einer von uns. Ja, Wenn, aber wir werden gleich noch wir mal haben doch ein. gesagt, wir machen Ja. Passwort findet Nemo. Nein, nein, nein. Sie Doch. werden gleich nochmal angerufen, Ja. Herr Erbgut. Ja. Sie werden gleich den Kontrollanruf wieder bekommen. Bitte gehen Sie ran. Kein Passwort, Ich kein weiß. gar nichts. Wie gesagt, Warum können wir das das ist nicht eine machen? elektrische Dann Bank. würde ich mich viel sicherer fühlen. Brauchen Sie ja nicht. Das bekommen Sie nach meinem Doch. Anruf gleich sofort. Doch. Ist das Wissen Sie okay, doch Herr nicht, ob ich Erbgut? das. Ja, ist okay, aber bitte mit Passwort einfach. Passwort gibt es aber bei uns nicht. Ja, aber bei mir. Aber Sie können ja, das ist so, Herr Erbgut, Sie haben ja den Hörzu gewählt, ne? Ja. Beim Kontrollanruf werden Sie nachgefragt, ob Sie mit dem Zeitschrift Hörzu einverstanden sind. Dadurch können Sie auch verstehen, ob Sie die Richtigen sind oder nicht. Ja, die sollen ja nicht Ist das wissen, ob ich okay? der Richtige bin. Ich möchte wissen, ob die die Richtigen sind. Ja, aber darunter können Sie ja auch verstehen, wenn die Zeitschrift des Namen von Hörzu eingeben.
Ja, Herr Zü Das ist doch reicht eine doch bekannte eigentlich auch aus. Zeitschrift. Das. Dazu ist ja ein Zeitschrift. Sie werden ja Ja, gefragt nach das kennen doch Zeitschrift und ganz viele stimmen dazu Leute. Ein einverstanden. Passwort kennen dann nur wir, aber Herr Zü kennen ja tausende Leute. Nein, nein, Herr Erfurt, Sie haben mich vorhin, Sie haben mich jetzt nicht verstanden. Sie bekommen doch den Kontrollanruf. Sie Ja. werden ja nachgefragt, ob Sie mit dem Hör-zu einverstanden sind. Ja. Plus, Sie werden nochmal nach Ihrem Geburtsdatum nachgefragt und das müssen Sie ja dann bestätigen. Dann wissen Sie auch ganz genau, wer das war. Das reicht eigentlich auf. Bitte Ach kein so, Passwort hat die das angeben, gleiche warten Sie auf Geburtsdatum den. wie ich? Wie bitte? Hat die das gleiche Geburtsdatum wie ich? Nein, nein, Sie werden nach Ihrem Geburtsdatum nachgefragt, ob das die richtige Nummer ist. Bitte warten Sie auf Das den ist mir so Kontrollanruf ohne kompliziert. Pass, Können ohne wir das nicht Passwort. zu, kann ich das nicht mit dir machen? Du bist viel netter als die anderen. Sie sind auch sehr lieb, Herr Erfurt. Nehmen Sie den Kontrollanruf an, Ist das ein ohne Nein? Passwort. Wenn ich sehe, dass das bei mir grün beleuchtet ist, ich werde Mhm. Sie dann wieder nochmal anrufen. Echt? Warte, ich Sehr adde Sie lieb von einfach Ihnen. bei Facebook. Wie heißen Sie bei Facebook? Lisa Meng. Mank, wie Facebook schreibt man können Sie mich das? nicht finden. Facebook können Sie mich nicht finden, aber ich habe ja hier Ihren Namen, Herr Lennart Erfurt. Ich mache das schon. Ja, Weil nicht alle können mich sehen auf Facebook, das hat beim deswegen. letzten Mal auch Okay? jemand gesagt und dann hat die sich nie gemeldet. Nein, ich mache das. Warum nicht? Warum soll ich das nicht machen? Weiß nicht. Vielleicht mögen sie mich in Wirklichkeit gar Nein. nicht. Nein, ich mach. Nein, das ist ja deswegen, weil Facebook kann mich ja nicht jeder sehen. Nicht alle können mir Freundschaftsanfrage senden. Deswegen. Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann kann ich die Anfrage auf jeden Fall senden. Geht nicht. E-Mail-Adresse nicht, das ist meine Telefonnummer, aber Telefonnummer gebe ich jetzt auch nicht weiter. Sie sind doch der Ihre Herr Lennart E-Mail-Adresse ist Erfurt. Ihre Telefon. Ja. Ne? Okay, ich hab's mir das. Ich gehe jetzt gleich auch mal Facebook rein. Sie sehen das gleich auch, dass ich Okay. Freundschaftsanfrage gesendet habe. Aber bitte nehmen Sie den Kontrollanruf ohne Passwort an. Okay. Wenn Sie mir das. Wie wär's da? Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Lisa? Hallo? Wo bist du?